Morgen. Am Anfang ist alles schön. Die Tiere sind ganz klein, die sind nett. Und man weiß zwar im Hinterkopf, ja, ich habe mir die jetzt angeschafft, weil ich die auch essen will. Und je näher dieser Zeitpunkt rückt, also immer einen Abend bevor geschlachtet wird, geht es mir nicht gut. Also da entschuldige ich mich in Gedanken auch und möchte das so würdevoll und achtsam und schnell und schmerzlos wie möglich für das Tier am nächsten Tag machen. Dann kommt wieder so ein nächster Tag. Heike Gaudenti aus Beulich im Hunsrück hat 2,5 Jahre als Vegetarierin gelebt, aber nicht länger durchgehalten. Ich bin Fleischesser. Ich gebe es zu, ich bin Fleischesser, ich habe es vermisst. Und wenn ich ein ganz ehrlicher Fleischesser sein will, dann sollte man dem Tier aufziehen, füttern, schlachten, zerlegen. Und so entstand dann dieses Experiment, dass ich gesagt habe, gut, wir haben jetzt hier Platz und Möglichkeit. Und das fing dann halt mit 2, 4 Ferkeln und ein paar Hühnern an. Frühmorgens schläft der Hahn noch halb, ist ruhig. Ehemann Markus Diede hilft. Ein kurzer Dank ans Tier, eine Geste. Dann handeln sie schnell und entschlossen. Wir zeigen das Töten nicht, schauen aber zu. Der Hahn scheint nicht unnötig zu leiden. Lieber so ein Hähnchen wie eins aus der Massentierhaltung. Heike Gaudenti ist naturverbunden. Löwenzahn kommt bei ihr in den Salat. Sie schreibt Kräuter, Kochbücher, bietet Kräuter- und Genusswanderungen, Lesungen, will achtsam sein im Umgang mit der Natur. Einfach so in die Fleischtheke greifen, geht da nicht mehr. Ich habe eine Freundin, die hat einen großen Biobauernhof, den Hof Hallgarten in Früchth. Und die haben Schweine, Rinder und Geflügel. Und da habe ich das Schlachten und Ausnehmen und Rupfen von Hühnern lernen dürfen. Geflügel selbst zu schlachten ist für den Eigenbedarf erlaubt. 4 Schweine, die auch zu ihrem Projekt Leben mit essbaren Tieren gehörten, ließ sie vom Metzger auf ihrer Wiese töten. Als die noch klein waren, habe ich auch gedacht, oh, schaffe ich das, wenn die mal groß sind, die wirklich zu schlachten. Und als sie aber größer geworden sind und die Arbeit und der Unfug zunahm, den die angestellt haben. Die sind ausgebüxt, die haben uns den Garten hier umgegraben und irgendwann war das Verhältnis zwischen schlechtem Gewissen und ich bin froh, wenn es vorbei ist, sich die Waage gehalten haben. Schweine halten will sie nicht mehr, auch weil die emotionale Bindung zu ihnen enger war als zum Geflügel. Das schlachtet sie weiter. Was es mich auf jeden Fall gelehrt hat, das ist Demut. Also Demut vor dem Leben, Demut vor dem Sterben, Demut auch Leben zu nehmen. Also ich gehe seitdem wesentlich, wesentlich achtsamer damit um. Dazu gehört, das ganze Tier zu verwerten, nicht nur die besten Stücke. Und das Hähnchen als etwas Besonderes zu sehen, als Sonntagsbraten. Fleisch kommt bei Heike Gaudenti nur noch einmal pro Woche auf den Tisch. Da danken wir dem lieben Tier. Ja. Ein Prost auf den Hahn.